Es ist wieder Zeit für City Skylines. Geil. Mit Steffen und Chames. Schön, dass ihr wieder am Stizzy seid. Zwei Stunden Städte bauen, ein bisschen rumklicken und Mütter beleidigen. Und dazu haben wir heute was ganz Besonderes für euch. Denn ihr könnt von meinem Leid profitieren. Quasi. Ne? Guckt euch am besten einfach mal die letzten Folgen City Skylines an. Auf YouTube. Dann macht einen schönen Zusammenschnitt der besten oder am besten aller Mütterwitze von Hannes. Und am besten könnt ihr gleich mitzählen, wie viele Mütterwitze ich denn schon abbekommen habe jetzt in diesem ganzen Let's Play-Zeitraum. Das Ganze bitte ans Hashtag MuttiLines. Da kommt es rein. Da kommt's rein. Bam! Geil. MuttiLines. Und zwar bis zum... Ich glaube, 10.1. 10.1., ne? Genau. Also bis zur nächsten Folge, weil nächste Woche Mittwoch ist ja schon, sind wir schon nicht mehr da. Das ist ja schon genau, Weihnachten. Das heißt, das wäre cool, wenn ihr einfach, ich meine, vielleicht könnt ihr es ja auch nicht, aber dann habt ihr auch nicht den Gewinn, den wir gleich noch präsentieren. Hm. Ich würde mich einfach mal freuen, wie oft ich Steffens Mutter schon diskreditiert habe. Sagt man das so? Ja, und ich glaube, du hast vor allem keinen Witz zweimal gebracht. Oh. Davon gehe ich aus. Nie. Doch, hundertprozentig. Ich glaube, du hast nichts irgendwie zweimal aus dem Kontext gerissen und auf meine Mutter umgemünzt. Ja, es kommt einfach so aus mir raus. Das ist irgendwie fast schon wie so ein Zwang. Ja, und ich würde mich mal freuen, die alle nacheinander zu hören. Und deine Mutti auch, dann könnten wir dir das... Ja, das, genau. Das präsentiere ich dann meiner Mutter zu Weihnachten. Und ihr ladet das bei YouTube hoch? Oder du, lieber zukünftiger Gewinner? Ich würde mich freuen, vielleicht hat ja auch keiner Bock drauf, aber vielleicht wollen wir ja... Ich würde es gerne sehen, du würdest es gerne sehen. Natürlich. Und weinen. Hashtag MuttiLines, euer YouTube-Link. Und zu gewinnen gibt es natürlich City Skylines, gesponsert von G2A. G2A, okay. Plus das Wunderbarkeit auch natürlich. Also alles. Hau mal einfach mal raus, so komm. Genau. Das soll der Geiz. 10.1. wäre Hammer, schickt einfach. Ich benutze ja Twitter nicht, du wirst dich drum kümmern. Ja. Hashtag MuttiLines. Geil. Einfach den YouTube-Link Ryan Bamsen und dann raus mit dem Shit. Und dann ein Counter wäre auch Hammer. Vielleicht genau. Sind es auch gar nicht so viele, vielleicht. Aber doch, es sind schon. Es sind schon viele, ja. So, wollen wir mal wieder zum Spiel kommen? Ach, da, 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 in-game. So. Genau, hier sind wir wieder beim Park. Guck mal, was mir aufgefallen ist, das ist ja der Park, wo der Müll nicht rankommt. Ne? Ich muss mir da nochmal eine Lösung. Dafür sieht es aber ganz schön sauber aus. Ja, aber guck mal, ich habe die hier nicht hingestellt. Ich glaube, das sind volle Mülltonnen. Aber egal, hier die drei Dudes. Das wäre geil, wenn das immer mehr wird und dann irgendwie in zwei Wochen In-game-Zeit so ein weißer Berg an Mülltonnen. Shift. Ich habe den Chat natürlich wieder mal Parade. Also wenn ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt es bitte. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Weiß ist der nicht. Sound da? Ich höre nämlich keinen Sound. Hat die Regie denn Sound? Habt ihr zu Hause Sound? Diese wunderschönen Klänge, die hier immer so rumstrahlen. Genau, Ingame-Sound wäre natürlich geil. Leute, habt ihr Ingame-Sound? Schreibt mal bitte kurz in den Chat. Haben wir gleich. Haben sehr wir gleich, gut. Okay, super. Und zwar, weißt du, was ich gemacht habe? Was hast du denn gemacht? Ich war Montag etwas zu früh hier auf der Arbeit. Ich habe nicht in die Disposition geguckt. Ja. Und hatte abends noch etwas zu tun, was hier noch nicht verraten wird. Und so dachte ich, gehe ich jetzt nach Hause? Und dachte ich, nein, wenn ich bei den Bohnen sein kann, dann kann ich auch bei den Bohnen sein. Hab mir City Skylines geschnappt und ein bisschen Detailarbeit gemacht. Sehr schön. Wollen wir uns das alle mal angucken und alle so, yay! Und witzigerweise habe ich 2 oder 3 Stunden gemacht und ich habe nicht viel geschafft. Pass auf. Was hast du denn geschafft? Das gut zu vögeln. Geilo! Das ist der Hammer. Das gut zu vögeln hat eine Kirche mit Gräbern. Geil! Hast du einfach einen Zaun genommen? Nee, hier, guck mal, ist die Steinmauer, von der wir immer gesprochen haben. Ja, cool. Zack. Alter, das ist ja der verfickte Wahnsinn. Hier, ich habe mir neue Steinchen hier geholt. Ja. Ich habe einen See gesetzt. Sehr geil. Schön. Boah. Das sieht richtig tollig aus. Ne? Alter Schwede, ey. Lass mal hier einfach laufen. Auf Geschwindigkeit 1. Sehr gut. Und habe dieses Gebiet auch zu einem Tourismusgebiet gemacht. Das ist ja der Hammer. Guck, da hast du ja hier laufen Leute richtig geile Arbeit geleistet. Genau. Hier ist noch ein kleiner Park. Hier ist ein Parkplatz. Das hat echt ein bisschen gedauert. Hier hinten. Ne? Dafür sieht es aber auch einfach mal mega Hammer aus.
diese Steine, also wer auch immer diese, ich habe seinen Namen vergessen, davon habe ich echt eine Menge. Wie geil sind die bitte? Ja. Also nochmal dicken Dank auch an Fluxtrans, den ich gerne auf YouTube zugucke. Der benutzt die nämlich auch sehr viel und da habe ich gedacht, die hole ich mir doch auch, diese schönen Steine. Die sind super, so, dann habe ich noch ordentlich Felder gemacht, weil ich wollte ja, wenn man das mal hier sieht, so, das ist ja hier richtig so Nature, ne? Ich habe einen dichteren Wald gemacht, alles ein bisschen dichter gemacht, hier überall mal ein paar Felder und so hingebaut, weil ich bin auch letztens mal wieder durch Deutschland auf der Autobahn getingelt und über Landstraßen und Deutschland ist sehr grün und hat sehr viele Felder. Das stimmt, ja. Und das habe ich dann noch hier, ja hier, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss hier einen High-Rise-Ban natürlich rauflegen. Das ist nämlich, das gehört zu Kaklantis. Kaklantis, wie mache ich das? Gerade hier in Norddeutschland gibt es ja ganz viel so Ackerlandschaften, die, wie ich finde, manchmal ein bisschen langweilig sind, weil sie einfach nur platt sind. Ja. Aber wenn sie mal drüber nachdenkt, eigentlich ist es doch schon ganz schön geil. Einfach mal so über die Landstraße zu fahren, links, rechts sind so kleine Wäldchen und hier mal ein Feld und so. Das ist schon schön. Deutschland ist schon, High-Rise-Ban, wo ist er? Tax Relief for High Density City Planning. High-Rise-Ban ist. Wieso ist denn dieses Gebäude da so hoch geworden? Das ist wahrscheinlich nicht High-Rise. Low Density Commercial ist das. Okay. Das gefällt mir da nicht. Weg mit dir! Killen wir und bauen da ein Scheiße auf dem Shop. Bauen da ein Häuschen hin. So, dann habe ich hier überall noch ein paar Felder eingebaut. Ich bin einfach nicht fertig geworden hier. Ja. Weil das haben wir ja auch mal zusammen gemacht. Ja. Und hier zum Beispiel, hier muss auch noch ordentlich was hin. Hier habe ich noch ein paar Felder hingebaut. Hier ist jetzt übrigens, ne? Hier ist irgendwie überall total viel Pollution. Weil ich überall ein bisschen, wenn wir uns mal hier das angucken, halt auch, ach so, okay, auch ein paar, natürlich, hier müssen Farmen sein halt. Ja, klar. Und das hier, ich glaube, das haben wir auch bei Candy Mountain nicht gemacht. Themes. Nee, hier, bam. Bam. Farm Industry. Ach so, dass es quasi keine Industrie in dem Sinne ist, sondern halt so Farmen gelöt, ne? Darum lösche ich mal hier diese großen Dödels. Ja, ich gucke nebenbei ein bisschen in den Chat hinein. Natürlich. Dass ihr so schön schreibt. Und schön, dass ihr immer so fleißig zuguckt. Das macht mir echt Spaß. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass natürlich wegen Steffen. Wegen wem auch sonst? Nein, dass irgendwie der Spaß daran vielleicht verloren geht. Aber ich habe noch sehr viel Spaß mit unserer Stadt, weil ich mich auch freue. Heute nämlich bauen wir doch Dings hier. Alcatraz. Genau. Aber wir brauchen hier noch, ne? Football Field. Wer spielt hier? Mountain Candy. Candy Mountain Lamas? Ich glaube, das ist zu lang. Mist. Die Candy Lamas? Die Candy. Wieso Lamas eigentlich? Kennst du das nicht von hier? Lamas mit Hüten? Ah, nee, es war nicht Lamas mit Hüten, das war ja hier die Einhörner waren das, ne? Oh Gott, ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt. Immer die gleichen Fehler. Scheiße. Enter drücken, Candy Lamas. Enter. Aber da du ja auch nur lahme Sprüche hast, ne? Ja, okay. Oh nein. Ja. Okay. So, und hier ist natürlich auch noch was. Also, da das ja Zufahrtsstraßen sind, kann ich hier eigentlich nichts dran bauen, weil derjenige, der hier wohnt, der muss immer irgendwie, wenn er hier ist, muss er einmal außen rumfahren. Felder. Warte mal, hier ist reinfahren, da ist reinfahren. Hä, wieso ist denn das nicht rausfahren? Ach da, nee. Hier ist rausfahren, raus, oder? Ja, da ist rausfahren, hier ist reinfahren, da ist reinfahren. Felder kannst du da reinbauen. Sieht schön aus. Das sieht schon richtig geil aus. Und man sieht gar nicht das Farmington, ne, das fließt hier so über, ja, hat keine Verbindung dazu, damit hier diese ganzen... Stimmt, das sieht man überhaupt nicht. Man denkt, das fließt so wirklich, ist so... Ach, und das ist gut zu Vögeln, ne? Ey, es ist wirklich wunderhübsch. Ach, Steffen. Das ist wirklich wunderhübsch. Und eine Sache wollte ich hier noch hinbauen. Guck mal, wenn man nämlich hier reingeht und dahin. Hier so einen schönen Steg müssen wir hier machen. Ja, einen Steg bauen wir auch noch, ne? Aber da brauchen wir ja so eine Wegverbindung dran. Genau, ne? Wir müssen halt mal rausfinden, wo wir das am besten bauen, weil wo könnte man hier denn nochmal ein kleines Dorf machen? Hier ist ja ein recht großes Dorf. Das sieht auch alles noch nicht schön aus, kommt auch alles nochmal. Ja. Hier habe ich schon gesehen, wird es schwierig, ein Dorf zu bauen, aber das könnte man alles nochmal erhöhen. Muss man ein bisschen begradigen und so, ne? Wobei, hier vielleicht, hier bei der Agrarfläche, hier so irgendwie. Hier, ne? Ja. Vielleicht. Aber ja, dann hier, ist natürlich hier die Wasserpumpen da im Weg. Hier geht sogar ein Weg lang. Ja, siehst du? Komm, das tryen wir doch mal out. Aber wir haben ja eigentlich einen Auftrag.
Genau, und ihr könnt nochmal entscheiden, wie denn nachher Alcatraz oder unsere Version von Alcatraz überhaupt heißen soll. Ja? Also noch haben wir es nicht mal angefasst. Ja, aber trotzdem muss man ja schon mal anteasen, ne? Was da zu tun gibt. Aber was mit dem Steak hier? Oh, jetzt habe ich Bock auf ein dickes Steak. Ist ja geil, ne? Schade, dass Johnny nicht einfach jeden Mittwoch kommt. Ich muss ehrlich sagen, was geht jetzt hier schon wieder? Der hat jetzt keinen. Muss ich den an eine Straße anschließen? No Road Access. Oh Mann. Aber guck mal, was ist, wenn wir einfach den Weg. Kann ich den eigentlich easy aufpimpen? Kann ich den Weg einfach sagen? Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Guck mal, finden wir mal raus. Oh, guck mal, wir können aber hier. Pedestrian Gravel Road. Meinst du, das reicht? They can also be used by public service. Ah, siehst du? Das könntest du auch nehmen für den Park. Ne? Schlauer als die Polizei, misstraut. Läuft ne? doch. Aber guck mal, ich kann das nicht aufwerten. Ich muss das erst löschen. Geile Meile. Der oder die gute Jenny, ich glaube wahrscheinlich die Jenny, ne? Die Jenny. Nee, der, oder? Schreibt, sie hat jetzt ein autofreies Dorf gebaut, was sehr gut funktioniert mit U-Bahn-Anbindung und so weiter. Stimmt, das war ja auch. Geil. Ja, hier du Pullermann. Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich. Es wird dran wämsen. Warte mal. Ach so, okay, wir müssen. Noch näher. Ach so, okay. Wir müssen den jetzt natürlich irgendwie so machen. Yes! Passt das jetzt? Yes! Desire. Nice! Und ich habe da gerade gesehen, wir haben ja auch noch diese Diving. Was haben wir denn hier? Restaurant. Oh, das ist auch nett, oder? So ein Restaurant an so einem kleinen Pier. Geht das? Zählt das da dran? Es zählt tatsächlich. Oh nein. Obacht. Hat er Verbindung? Anscheinend. Das wäre dann Ausrufezeichen, oder nicht? Stimmt, aber dann machen wir mal hier eben noch den malerischen. Der war hier, ne? Dab, dab, da, dab, da, da. Bevor wir gleich anfangen, Alcatraz. Hast du Flucht von Alcatraz gesehen? Leider nicht, nein. Lang ist's her, aber ich erinnere mich, dass er doch ganz geil ist. Ich habe gestern. Welche Schauspieler haben damit gespielt? Na, hier, wie heißt er nochmal? Der auch. Mann, Clint Eastwood, oder? Oh, okay. War doch Clint Eastwood, wenn ich mich. Dirty nicht, Harry. Heißt er Dirty Harry? Ja, das ist halt. Hat er auch gespielt. So. Dann müssen wir die Pumpen da jetzt natürlich eigentlich wegpacken, ne? Sieht doch irgendwie. Ja, aber ohne, wenn die Pumpen nicht sind, guck mal, wie knapp. Kannst du die Pumpen nicht hier links irgendwie dran bauen? Hier so, da. Da so. Ach man, wir können eigentlich auch mal zwei löschen, glaube ich. Ja, das können wir vielleicht auch machen. So, was sagt denn Chad Faker so? Chad Faker übrigens. Ich guck gerade mal rein. Ja, es wird gerade noch ein bisschen. Hier wurde irgendwer getimeoutet. Hat er. Ja, ich Uke ist gerade auf Kabel 1 und testet Weihnachtsmärkte. Naja, da kommt es ja fast nur auf die Leber an, oder? Ja, das ist richtig. Okay, hier kommen stark besoffene Leute rein. Also nicht besoffen, Chris, aber... Chris wäre fast hier in den Fernseher gefallen. Sie benehmen sich jedenfalls so. Ja, heute Abend Mr. Cracker, unser lieber Krogi, Schlagzeuger bei der Band Mr. Cracker. Heute Abend bei Bonjour. Und wir sitzen hier neben dem Bandsetting und es sieht einfach nur fabulous aus. Definitiv, ey, alter Schwede. Können wir kurz drauf... Nee, wir wollen euch Leute nicht spoilern, also bitte. Genau. Dann müsst ihr euch schon nachher selbst angucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich. So, Stephen Wonder. Weißt du, so wie Stevie Wonder. Guck mal, was riecht hier so ein bisschen nach Nebelmaschine, oder? Woher kommt das denn? Kommt das etwa aus dem Set von Mr. Cracker? So, guck mal, wir drücken mal Y. Man weiß es nicht. Wo findet Alcatraz statt? Hier hinten? Da? Das? Natürlich muss es am weitesten weg von Zivilisation sein, wie es nur geht. Das wäre hier oder so. Oder unten links. Hier, ne? Genau, damit die Leute bloß nicht flüchten können. Dass wir wieder einen Tunnel dahin bauen müssen. Ja. Weil also erstmal Landmasse. Jetzt gucken wir erstmal wieder, wie die Schiffe hier heizen, damit die uns nicht die ganze Zeit wieder da grinden. Okay, hier. Hier so in die Ecke. Ach, warte, das konnte man sich anzeigen lassen, oder nicht? Fahren die nicht, wie sie Bock haben? So kam mir das bisher auf jeden Fall immer vor. Okay, wir bauen das da einfach jetzt, heben hier Land raus.
Ich hasse dieses Ding. Oh! Guck dir diesen Hass an. So, oder vielleicht oben oder übrigens, Mutterwitze-Count heute 0. Bisher, ja. Das ist traurig, oder? Genau, als Idee, wir brauchen auf jeden Fall einen Tunnel, einen Hafen und sonst gar nichts, weil die Leute sollen ja auch nur rein und nicht wieder raus. Das ist ja unser Alcatraz. Apropos rein, raus. Zählt das schon? Ich weiß es nicht. Das ist auch immer eine Definitionssache. Ab wann ist ein Mutterwitz und nicht einfach nur eine Anreihung von Wörtern? Ja, aber apropos rein, raus war ja wohl klar, wen ich jetzt meine. Ja, ja, okay. War es schon. Lohnt sich der Kauf des After Dark DLCs? Was würdest du sagen, Hannes? Es ist doch Hammer, die Stadt. Also, wir können ja hier nochmal... Ich meine... Was ist denn jetzt los? Hat hier gerade jemand... Achso, die Idioten machen hier Schabernack. Ich meine, guckt euch das doch an. Die Stadt bei Nacht hat doch gleich nochmal einen ganz anderen Flair. Ich glaube, ja. Du kriegst auch neue Sachen dazu, die ich jetzt nicht im Schädel habe. Du kriegst halt diese gesamte Vergnügungsindustrie in Häkchen. Oh. Kommt, glaube ich, dazu. Apropos dem. Wir haben, glaube ich, unserem... Oh. Und der Tag- und Nachtwechsel kam doch durch das Update. Das kriegst du, glaube ich, kostenlos. Ich glaube, das Add-on liefert nur neue Gebäudetypen und neue Gebiete, wenn mich nicht alles täuscht. So, guck mal, wir müssen doch hier sagen, wieso ist... Guck mal, nee, das kann ich jetzt anklicken, oder? Zack, jetzt ja. Hat er aber das, was er nicht haben soll, sondern er soll ja... Hier, Tourismus. Bam. Und hier auch Tourismus, ja, ne? Rostock, ja. Ja. Können wir denen noch was geben? Nein, ihr sollt nicht so ein Shit haben. District. Genau, dieser Tag- und Nachtwechsel ist in dem Update mit drin, was ihr sowieso kostenlos bekommt. Ah, okay. Bei After Dark ist, glaube ich, wie gesagt, die gesamte Vergnügungsindustrie und sowas mit drin. Ich kann es jetzt aber auch nicht genau beschwören. Also es ist nicht direkt gratis, aber man kriegt einen Teil des Add-ons quasi gratis. So, ich kann ja mal kurz gucken. Moment, ich check das mal fix. Zack. Die Bohne. Zack, die Bohne. Kennst du es noch? Ja, klar. Hast du mal den Spielfilm mit ihr gesehen? Nein. Ach so. Also eher nicht Spielfilm, sondern... Tatsächlich nicht, nee. Wir haben den hier mal abends einfach mal angemacht. Auf dem Stream laufen lassen? Nein. Mal so aus Joke. Ich hatte sehr viel Spaß damit, weil der Dude, der da am Start ist, ne, mit dem sie da ein wenig... hantiert. Der ist einfach Hammer. Der sagt immer, ach ja, der will eigentlich nur zur Sache kommen ja. Und sie brabbelt ihn die ganze Zeit so voll. Und er ist schon geil. So richtig angegeilt. Und er sagt immer, ach ja, ach ja. Wir haben uns beäumelt, ey. Der Typ ist einfach nur geil. Er ist einfach nur herrlich. Er will einfach nur fertig werden so. Und sie immer, oh ja, bla bla bla, bla bla bla. Ach ja. Okay, ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt wegen After Dark. Der Tag- und Nachtwechsel wirkt sich nur mit dem Update nur optisch auf die Stadt aus. Ihr habt also quasi keine... es ändert sich in der Stadt nichts, bis auf die Optik, wenn ihr das Addon nicht habt. Und wenn ihr das Addon habt, dann bleiben zum Beispiel auch viele Einwohner nachts zu Hause. Und nachts ist dann weniger los auf den Straßen. Dunkelheit führt aber zur erhöhten Kriminalität. Verkehrsinfrastruktur kann für Nachtphasen geplant werden. Nachts werden halt in bestimmten Gewerbebezirken Nachtclubs und sowas legen da los. Nachts ist auch oft kälter als draußen. Ne? Genau. Und außerdem gibt es mit dem Update, mit dem Add-on Taxis, Fahrräder und einen größeren Flughafen. Und das alles für, ich weiß gar nicht, wie teuer es ist. Ich glaube, es kostet noch so einen Zehner vielleicht oder so. Ich check das mal fix. Dafür finde ich das eigentlich okay. Es ist aber auch nicht der Oberhammer. 17 Euro kostet es noch. Also, ja, kann man mal machen. You can make it. You can make it. Paul, war es gerade ein Werbungsansager übrigens, den du mir gerade ins Ohr geflüstert hast durch die riesige Soundanlage links neben mir? Das war wohl ein Nein. Okay. Dann habe ich mich wohl verhört. So, ich bereite hier mal irgendwie das Ding vor.
So, wir haben ja, ich glaube, oh, na, ich wollte doch eins runterladen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ein Prison haben. Das gucken wir mal hier. Ich hatte doch eins, oder? Wir haben, wir haben nämlich noch eine Army-Base. Die brauchen wir natürlich auch, falls sie mal ausbrechen oder irgendwie Randale machen. Police, dann muss da eine Army-Base drauf sein. Grand Police. State Prison. Wie groß ist das? Das zwei sogar? Durch. Das ist geil. Das ist groß, das andere. Das ist klein. Ja, ja, wobei... Wir bauen da eh noch... Also ich würde da müssen noch jede Menge Zäune und Mauern und sowas drum. State Prison. Das kann man dann auch noch damit verbauen. Oh, genau, die bauen wir so da auch noch auch, mit rein. Ja. So. Was ist das da links daneben, neben dem Headquarter? Oh, sorry. Das da mit dem großen Eingang? Das? Mhm. Könnte man das vielleicht als Tor oder so nehmen? Da kann man nämlich durchfahren. Geil. Hammer, ne? Du bist... Ich würde nämlich sagen, wir versuchen von hier aus irgendwie da eine Verbindung zu machen. Mhm. Oh, da links wird gerade... Gut, das... Wird es überschwemmt? Ja, oder? Aber das wird sich ja eh gleich widerlegen. Ja, natürlich. Soll ich dir mal hier die Raketenbrause öffnen? Ja, ich bin ziemlich durstig. Hast du das heute schon gemacht? Also darfst du nicht sagen, ne? Geheimer, geheim. Nö, Kram. Wir hatten heute eine kleine Besprechung. Ah, Meeting. Das haben wir gemacht. Hier, bitteschön. Du bist ein Bengel. Stell sie hier mal hin. Tu ich mal. Oh nein, Fehler. Wenn es gerade ein bisschen neblig wird hier im Raum, das... Ja, wie funktioniert das? Es brennt nichts, keine Sorge. Wie zur Hölle funktioniert das? Wie baue ich das? Building macht die Place Roadside. Vielleicht. Ja. Vielleicht ist sie noch zu kurz. Ich muss das mal checken, ja, wie es geht. Oder du musst es irgendwie andersrum dran bauen, dass die Straße quasi durchführt. Ja, ich kann das aber erstmal nicht bauen. Also ach so, okay. Ich kann es nicht ins Leere setzen. Muss ich eine Kreuzung? Muss ich eine. Die ist die. Guck mal. Ich glaube, dass du quasi da eine Kreuzung durchbauen musst, weißt du? Ja, wir gucken mal. Oder so eine T-Kreuzung. Okay, ich muss das alles nochmal abreißen. Ich will das mit. Wir testen das hier einfach mal ein bisschen aus, ne? Wieso? Achso, ich sollte natürlich so machen. Nee, Alter, wie Chat, baut man das denn? Chat, hilf mir, hilf mir. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Asset, was du dir irgendwo geladen hast auf irgendeiner dunklen Seite des Internets, oder? Steht hier noch was? Die Straße ist vielleicht zu schmal, vielleicht muss es eine breitere Straße. Oh, ich hätte es doch. Kreuzung, ja, das haben wir gerade versucht. Ich habe doch gerade versucht. Ich bin ein Dödel. Ist das vielleicht eine doppelte? Ach, eine doppelte Straße, okay. Das könnte tatsächlich sein. An das Ende einer Straße quer dran. Also quasi da oben. Ne, das geht auch nicht. Hm. Ha, ha, ha. Okay. Es oh. Muss hier an. Ah, es muss an eine doppelspurige Straße ran, oder wie? Okay. Okay, yo. Okay, creepy. Ich muss eigentlich vor Weihnachten nochmal zum Friseur, ey. Bang. Oh, nice. Kannst du jetzt dahinter eine Straße weiterbauen? Ja, die Frage ist, die Straße ist jetzt automatisch da. So, wenn man jetzt sagt, man macht einen Kreisverkehr, also jetzt haben wir drei in die Richtung, drei in die. Ich würde jetzt sagen, man zieht hier von, wir ziehen die noch ein bisschen raus hier. So. Ey, geil. Das Gebäude, das finde ich jetzt mal richtig cool, dass du da so eine Art Torbogen dann gleich hast. Jetzt ist die Frage, ich sehr gut. Wenn ich das jetzt lösche, ist das dann noch am Stizzy? Hat funktioniert. Ja, aber die Frage ist, läuft es denn noch? Ich glaube ja. Wir haben einfach nur den Fehler gemacht, dass wir die Straße, die quasi reingeführt hat, nicht doppelspurig war. Genau. Ja. So. Easy peneasy. So, und dann würde ich nämlich sagen, vierter... Ist Steffen Raketenbrause abhängig? Nein. Noch aber ich trinke, glaube ich, so einen pro Tag. Ey, Richtarski, es ist unfassbar, ne? Was der an Raketenbrause und Kaffee säuft. Ey, es ist also unfassbar, gesund wirklich. Kann jenes nicht sein. So, ich stelle mir nämlich... ne? Du, komm, wir reden jetzt. Ja. Hier oben ist was, hier unten ist natürlich was. Und ich würde einmal umrum auch gern so einen Gehpfad legen, worum nochmal ein... Patrouille. Genau. Ja, genau. So, und aber vor diesem Pfad müsste eigentlich ein bisschen Nichts sein, weißt du? Also wir machen da noch Licht dahin und sowas. Mhm. Aber dass da nicht zugebaut ist oder Bäume, sondern wenn einer über einen Zaun jumpt,
dass er natürlich noch... Also noch hinter dem Zaun quasi. Also quasi genau, wir haben Zaun, freie Fläche, Weg, Wasser. So, genau. Okay. Ja, gefällt mir gut. Wir wollen mal hier nicht so penibel sein. Also Raketenbau ist natürlich gesund. Ja, klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Da ist ja Liebe drin. Und Vitamin B6 ist da auch drin. Echt? Steht hier drauf, ja. Dieses Vitamin B6, von dem alle reden? Das Vitamin B6, genau. Also, ne? Genießt in Maßen. In Maßen genieße ich auch ganz gerne mal ein Bier. Du dachtest, jetzt kommt ein Mutterspruch. Dachte ich tatsächlich nicht. Du bist heute irgendwie, heute ist noch nicht so viel los. So, zack. Kommt wahrscheinlich alles noch, ne? One-Way-Track. Ich sehe heute ein bisschen fertig aus. Ja, bin ich auch. Irgendwie, ich habe heute Morgen auch schon Moin Moin gemacht und ganz viel zu tun und viel, viel Arbeit und wenig UV-Licht. Sorry. Weißt du, was ich nämlich hier noch hinbauen wollte? Ein Atomkraftwerk. Da arbeiten die dann nämlich auch, die Jungs. Das ist auch nicht schlecht, ja. Oder? Weil du cool. Hast ja eigentlich mal mit Nasty... Ach, guck mal, jetzt sind wir auf Vollbild. Machen wir nochmal ein Atomkraftwerk. Ein Atomkraftwerk. Weil du hast ja mal mit Nasty auch ein Stück Land gebaut, aber das hat ja dann leider aufgrund von Asset-Problemen. So, aber why not Soldwork? Aber das könnte man dann... Aber dürfen die überhaupt arbeiten? Müssen die nicht einfach den ganzen Tag in ihren Einzelzellen verrotten? Ich meine, ich war noch nie in Alcatraz, aber... Natürlich, Alter. Ich meine, die machen doch, hast du American History X, die legen Wäsche zusammen und so einen Scheiß. Ja gut, okay. Ja, die dürfen auch arbeiten gehen, natürlich. Ja, okay. Und außerdem, wenn das Atomkraftwerk hochgeht, da haben die halt Pech gehabt. Dann geht ja niemand anders. Ich will nochmal gucken. Ach, Taxistände, habe ich auch viel zu sagen. Ich hätte doch eben hier noch sowas... Ach ja, und wir bräuchten dann natürlich noch so einen Bereich, der so administrativ ist, wo halt die Angestellten, die Bürokräfte und sowas arbeiten. Das ist so eine Toll-Booth. Yes. Werbung. Ja, dann gehen wir erstmal in die Werbung und würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit Alcatraz und dem guten Hannes und City Skylines. Bis gleich. Tschüssi.